Herzlich willkommen zu unserer 8. Folge Gesunde Verdauung. Heute geht es um den Dünndarm. Letzte Woche hatten wir den Zwölffingerdarm, heute kommt der Leerdarm, auch Jejunum genannt, und das Ileum. Los geht's! Kurze Erinnerung. Im Zwölffingerdarm, der ist nur bis zu 30 cm lang, findet im Grunde genommen die Beimischung der Verdauungsenzyme statt. Dort wird auch die Galle hinzugemischt, um das, was wir im Magen schon mit Salzsäure vorbereitet haben, um das, was wir im Mund zerkaut, zerkleinert, mit Amylase vermischt haben, weiter aufgeschlüsselt wird. Ziel ist es, dass wir die Inhaltsstoffe, also aus den Proteinen werden die Polypeptide und die Aminosäuren freigelegt werden und dass die Fette so klein aufgebröselt werden, dass wir sie aufnehmen können über die Chylomikronen und über die Lymphe letztendlich ins Blut und später dann in das Verdauungsorgan Leber bringen können. Das gleiche gilt natürlich für den Zucker, dass also die Mehrfachzucker nun zu Einfachzuckern aufgeschlüsselt werden und eben auch dort gut aufgenommen und verbrannt werden können. Verbrannt werden sie in den Mitochondrien. Das ist ein Thema, was wir schon eingangs vor unserer Verdauungsserie in Teilen besprochen haben und auf das wir auch immer wieder zurückkommen werden. Der Leerdarm heißt Leerdarm, weil er bei Leichen in der Regel leer ist. Also er ist der längste Teil unseres Dünndarms, mehrere Meter lang, und ist dafür da, dass das, was im Zwölffingerdarm sozusagen zusammengemischt wurde, über eine ausreichend lange Strecke dann auch wirklich verdaut und aufgenommen werden kann. Dazu wird nicht eine unerhebliche Menge an Flüssigkeit, an weiteren Verdauungssekreten immer wieder auch über den Schleim in das Lumen, in den Raum dieses Darms hineingegeben, wird durch die Peristaltik vermengt, vermischt und dann letztendlich über die Darmschleimhaut aufgenommen. Entzündungen, wie wir sie aus dem Zwölffingerdarm kennen, zum Beispiel gegenüber Gluten, und auch gegen Glutenbestandteile wie Gliadin, was wir auch in der letzten Serie ja schon besprochen haben, kann sich, wenn es dumm läuft, auf den ganzen dünnen Darm beziehen und damit eine nicht unerhebliche, nämlich den größten Teil des Körpers betreffende, Entzündlichkeit auslösen. Dann würden sozusagen diese ganzen Oberflächen und Einschnürungen, die man kennt, durch die Erkrankung verschwinden und man hätte lehrbuchmäßig dann einen Fahrradschlauch glatten Dünndarm, was als extrem ungünstig gilt, weil die Oberfläche, die ja durch die vielen Einstülpungen zustande kommt, damit auf ein Minimum reduziert wird. Die Uni Marburg spricht ja, wenn es um den Darm geht, von fast schon 15.000 Quadratmeter Oberfläche, wenn man jeden Zipfel, jede Zelle wirklich in ihrer Fläche nebeneinander legen würde. Umso wichtiger ist es, dass wir uns diesem Dünndarm zuwenden, und der Dünndarm macht, wenn er denn Beschwerden macht, Beschwerden, die sich um den Bauchnabel herum sortieren. Sodass man also schon mal fragt, wenn jemand Bauchbeschwerden hat, wo tut es denn weh? Wir hatten ja gesagt, oben unter dem Brustbein, das ist wahrscheinlich der Magenausgang. Alles, was dann um den Bauchnabel herum ist, ist dann eher der Dünndarm. Und dann geht unten rechts, da wo die bauchhinnische Klappe ist, da wo die Trennung zwischen Dünn- und Dickdarm stattfindet, dort wo sozusagen das Ileum, also der letzte Teil des Dünndarms, ist. Und dann beginnt der Körper danach, das Dünne, im Dünndarm ist die Stuhlmasse dünn, dann letztendlich einzudicken, sodass der Dickdarm deswegen Dickdarm heißt, weil er den Stuhl eindickt. Nun haben wir das Thema Dünndarm beendet und nächstes Mal geht es weiter mit dem Dickdarm. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Bis nächste Woche.